Ruf die Schweine und willkommen zu einer neuen Folge Porkchop Media Fries Chicken. Däum, wer are you? Wie ist die Quarz? Die Quarz, ja. I need. Guck mal, wie klein und niedlich sie sind. Bald sind ihre Kinder in unseren Mägen. Ja, habt ihr schon mal so eine Chicken Nuggets Fabrik gesehen? Naja, also zumindest so eine Hühnchenfarm, so eine Legebatterie, wo dann die kleinen Küken, die männlichen Küken, kommen in den Schredder und der macht Brei draus und der kommt oben drauf. Kommt in den Mixer! Kommt in den Hexer! Und der macht Brei draus. Ja gut, also man muss dazu sagen, es ist natürlich irgendwie ekelhaft, wenn man sieht, wie viele Leben da vernichtet werden. Andererseits muss man sagen, es ist nicht qualvoll. Also ich find's irgendwie beeindruckend. Wo bist du denn? Also es gibt ja etliche Videos, wo du siehst, wo die Viecher da reingeworfen werden. Ja. Und du siehst einfach nicht, wie die da drin verschwinden. Die sind einfach weg. Ja, genau. Das ist einfach also, du siehst mit dem bloßen Auge, wenn du hinguckst, siehst du einfach nur, wie quasi ein bisschen Federn kommen und das Viech ist einfach weg. Ja. Ich weiß nicht, mit was die da schreddern, aber es ist also in gewissermaßen so ein bisschen morbide beeindruckend, finde ich. Rein, wo bist du? Ja, warte, irgendwie leckt erstmal Shader raus. Weil, also, ist. Aber ich sag mal so, es ist auch in gewissem Sinne nachvollziehbar, weil eine Legebatterie braucht halt nur weibliche Viecher. Ja gut, die männlichen würden so oder so getötet werden, also warum keine Chicken Nuggets draus machen? Andererseits, also ich find's aber irgendwie auch ekelhaft, wie man sieht, wie viel kleine Küken da drin verschwinden, aber ja. Naja, also ich sag mal so, was willst du denn sonst? Also, ja. Gut, es gibt natürlich auch viele andere Sachen. Du kannst mir nicht sagen, auch wenn die Tiere gequält werden, in dem Fall werden sie ja eigentlich nicht gequält. Ja, also in dem Fall werden sie halt, also man kann nicht sagen erlöst, weil das... Das ist halt auch so wieder so ein Thema, da kann man sich ganz schön verrennen, aber... Gab's denn jetzt für Rails? Activator und so eine Wiegeplatte auch, ja, genau. Sogar, ne? Zum Beispiel, du kannst ja auch sagen, die Frage ist, wenn sie nicht getötet werden würden, wie würden sie dann leben? Ja, dann wären die garantiert in irgendeinem Hähnchenmastbetrieb und dann geht's ihnen auch scheiße. Und sie sterben. Also, sie sterben so oder so. Tun wir alle. Aber, naja, egal, ist ein anderes Thema. Aber wo ich definitiv kein Fan von bin, sind diese riesigen Legebatterienanlagen da. Nee, ich habe jetzt auch angefangen, Eier aus Freilandhaltung zu kaufen. Ich kaufe immer diese komischen, diese Bio-Freilandhaltung. Nee, da denke ich mir, ob ich jetzt Bio-Freilandhaltung kaufe oder nicht Bio-Freilandhaltung. Und selbstverständlich... Die Viecher waren glücklich und draußen. Wenn ich mir so, wie ist das, Hähnchenfilet oder wie dieses... Was Hähnchenbrustfilet. Hähnchenbrustfilet, dann das für 10 Euro. Nee. Doch. Also, nee. Nee, Andi ist da mehr so, bei dem kommt es mehr so auf Masse an. Nein, ich kaufe auch gutes Fleisch, aber ich finde Bio ist, also besonders im Falle von Fleisch, einfach überteuert. Ja, aber es ist ja, so. Was heißt überteuert, aber du, Natürlich gibt es auch so ein paar Fälle. Es ist mir scheißegal, ob das Viech jetzt irgendwie gestreichelt wurde oder nicht, also... Ja, aber es geht teilweise auch... Ja, aber der Unterschied beginnt ja eigentlich schon bei den Pharmakas, bei der Medizin auch. Nee, also da gibt es auch mittlerweile Auflagen, also... Ja, auch Auflagen, aber du kannst mir nicht sagen, dass Bio ist so ohne Antibiotika. Vollgestopft mit Zeug. Ja, muss ein Bio-Hühnchen aber auch sein, Kilian. Ja, aber ich glaube, es ist schon reduzierter. Ja. Es gibt immer ein paar Sachen, wo du irgendwie rumgeschmeißt. Du kommst daran eh nicht vorbei, mit Antibiotika vollgepumpt zu werden. Ja, man kann es aber reduzieren, wenn man immer zu Aldi geht und sich das Steak führt. Ja, das ist ja wieder was anderes. Genau. Also, ne? Also ich kaufe nicht Billigfleisch, aber ich kaufe auch kein Biofleisch halt. Weil mir Biofleisch zu teuer ist. Ich kaufe nur Biofleisch. Aber ich kaufe kein Dumpingfleisch, sagen wir mal so. Weil das unterstütze ich auch nicht. Ich brauche keinen Schnitzel für 79 Cent. Also das brauche ich absolut nicht. So, lass uns was Produktives machen. Wie vorher gibt es jetzt nur rumgehört. Hier, Kilian. Ich mache gerade schon Power Rails, weil. Däum, kann ich groß werden, ne? Däum, schweif nochmal aus und such nach Eiern. Oder gib mir die Eier. Ich hab Eier. Gib mir die Eier. Hier. Soll ich dich draufwerfen? Ja. Komm mit, wir bauen den Legemechanismus. Ja, Kian, ich leg's dir in die Netherkiste. Was? Die Quarz. Ja, und meine Pickaxe hätte ich bitte? Die leg ich dir da auch rein. Ah, nee, die ist verbrannt, sorry. Sriemen! Dumm gelaufen. Däum, lass dann während Kian da tüftelt schon mal den Legemechanismus bauen. Jo, jetzt habe ich gerade Redstone aufgesammelt. Tue ich in die Redstone-Kiste. Ja, dann macht aber Andi, macht den einfach manuell, oder? Alter, ich klicke doch nicht 16 Eier durch. Ich mache da schön einen Redstone-Clock hinter, die man dann anticken kann. Ja, die darf aber nicht dauerhaft an sein, denk dran, ne? Nein, du kannst halt da nochmal klicken. Ja, das solltest du auch mit einer Hopper-Clock machen. Wie geht eine Hopper-Clock? Siehst du? Däum, weißt du, wie eine Hopper-Clock geht? Ich kenne das Prinzip, aber ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich es baue.
Du hast zwei Hopper, die sich gegenseitig Die schubsen sich so und dann kommt Predator, die das Signal ausnehmen, ne? Genau, und um die Glock zu stoppen, einfach ein Signal an einen ranleiten quasi. Was hatte ich jetzt? Scheiße, hast du mir den Quarz? Ah! Nein! Was? Aber was ich gleich testen wollte, ja, egal. Don? Mhm. Geh mal über die Hühnchen, da müsste auf dem Kartoffelfeld ein freies Feld sein. Hier, nimm mal den Dispenser, den ich dir jetzt gebe. Warte. Ja, also wollen wir es jetzt wirklich gleich direkt bauen mit der Schiene? Wir können ja zumindest schon mal erstmal den Prototypen hier, also erstmal, dass das hier funktioniert. Ja gut, ja genau. Und dann aus der Kiste kann man es dann... Die Kiste kannst du aber durch so ein Ding ersetzen. Ja, oder man macht es einfach beides. Also du kannst unter die Kiste... Hast du quasi einen Knopf hast beladen oder was? Ne, wir haben unter der Kiste einen Hopper und der saugt das raus. Und wenn das kaputt ist, kann man trotzdem einfach aus der Kiste nehmen, wenn es nicht irgendwo zwischendrin hängt. So, dann jetzt gehen wir nach oben. Obwohl nicht halt mehr ist, wenn es komplett geh nach oben ist. Ja. So, dann findest du jetzt auf dem Kartoffelfeld einen leeren Platz. Ja. Gut. Durchbohren. Ja, da bohrst du dich durch. Jetzt müsstest du einen Hebel und eine Redstone-Lampe sehen. Jo. Die baust ja, stimmt, wir müssen dann nur den Hopper neu setzen. Den Hebel abbauen. Und die Redstone-Lampe. Aber jetzt will ich trotzdem wissen. So. Jetzt, ich baue jetzt einen Block ab. Die Hühnchen werden jetzt ausbrechen zwangsweise. Kann man nichts gegen machen. Und da setzt du jetzt gleich von oben einen Dispenser dran. So, mach. In welche Richtung soll der gucken? Ja, so zu den Hühnchen rein. Das wird schwierig. Ja, dann grab dich durch. Das Kartoffelfeld ist doch scheißegal. Tu was. Hühnchen brechen aus. Ja, warte. Scheiß auf die Hühnchen. Sieh, ich hab die Komparator im Blüsch. So, dann hier einen runter. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht runter. Zack. Zack. Ah, noch einen runter. Ah, es ist was drin. Nein, es geht doch schon so. Nein, manchmal spinnt das rum. So. Zip. So, jetzt machst du alles wieder zu. Wir töten Hühnchen. So. Ich hab die Redstone Lamp übrigens, falls ihr. Und übrigens die oben die Redstone Lamp noch reinsetzen dann. Warte, ja, aber die hab ich gerade. Weil die nach unten gedroppt ist und. Ja, komm, warte, ich werfe sie erst die Däumen hoch. Hier. Kannst du mir nicht hochwerfen? Doch, natürlich kann ich das hochwerfen. Wetten nicht. Mann, du bist eigentlich behindert? Das funktioniert niemals. Wie funktioniert das nicht? Ich komm einfach hoch, es geht schneller und mir ist warm. Warum ist hier warm? Und mir ist warm. Warum ist hier warm? Das sind so Dinge, die interessieren Menschen nicht. Ja, aber ihr habt gefragt. Hättest du was gefragt, warum mir warm ist? Nee, aber warum sagst du, ob das hier warm ist? Ja, weil mir warm ist. Ich meine, mir interessiert das nicht, ob die warm ist, Digga. Alter, jetzt. Mach was. So. Was macht nichts? Jetzt wird reinlegen. Wie viele? Ich brauche noch zwei Hopper für den Hopper-Stop. Alter, ich bin ein geiler Typ, Kieran? Ja. Ja? Also wie genau geht das jetzt? Ja, da wirft die Scheiße hier raus. Oder was jetzt? Hopperkloppen? Ja. Warte, ich kann ja kurz mitgucken. So, mein ganz. Ich will lernen. Ja, ich erkläre. Warte, ich muss gerade ein paar Sachen einfach in die Kiste reintun, weil ich keinen Platz hab. So. Wo wollt ihr jetzt ansteuern? Hier. Ach, hier den. Hier und hier oben den Dispenser. Ja, das Signal kannst du ja hochleiten. Ja, genau. Ich hab zwei Hopper setzen, am besten in die Ecke hinten, die sich angucken. Ja, jetzt musst du den einen ransetzen und den anderen nochmal abbauen. So, den anderen abbauen. Hier ransetzen. Ja, so nicht. Du hast beide verkackt. Die müssen sich angucken. Also zum Beispiel so. Du hast an die falschen Seiten immer rangeklickt. Ah. Das meine ich. So, jetzt lege ich ein Item rein. Ja, nein, man nimmt keinen Dirt. Dirt ist minderwertig. Ein Inksack. Andi, das ist wie in einer. Andi, du bist so untalentiert. Du hast zwei Inksacks reingetan. So, warte. Ist jetzt hier wieder leer. Ich lege jetzt einen Stone rein. Nein, nimm Inksacks. Nein, ist viel zu wertvoll. Okay. Jetzt wird er quasi immer dahin und her geschoben. Genau, so, pass auf, jetzt nehmen wir einfach einen Comparator, ich hab noch einen. Warte, wir packen ihn am besten hier hin. So. Wow. Und jetzt kannst du einfach das Signal. Irgendwie müsstest du es jetzt halt hochleiten. Warte mal, geht das so? So halt. Ja, aber es gibt noch ein Problem. Das ist noch nicht verlängert. Weil das ist ja nur die Stärke, wie voll der ist. Ich überlege gerade. Warte, wir können. Ein Repeater dahinter. Nein, ich habe bessere Idee. Warte mal, wir können das direkt so machen. Und da noch ein Redstone-Fackel dran.
Achso, ja, das geht auch. So, da den Comparator hin, der Study Redstone wackelt auf. Ne? Eigentlich müsste der. Hä? Ja, wer... Sorry, eigentlich früher ging das so. Ja. Sicher? Nee. Nee, so doch, ging das nicht. Doch, so ging das nicht. Doch. Der Block wird gepowert. Guck mal, wenn ich zum Beispiel jetzt hier einen Redstone hinmache, der wird auch gepowert. Guck. Also irgendwas buggt hier. Hä, nee, hä, ist das so seit irgendeinem Update gesehen, dass man die Dinger relativ direkt ansteuern muss? Dann können wir es anders machen. Warte, ganz kurz. Dann. Nein, es muss so funktionieren, Däum. Guck mal, hier unten geht's doch auch. Schau. Oder, nee, da, doch. Guck mal, hier. Komm runter. Da, die Redstone-Fackel powert den Block und über dem Block ist der Dispenser. Ja, aber da drüber. Richtig, da drüber. Ja, aber eigentlich geht das auch so. Andi, hast du noch mal einen Dispenser? Oder ich kann den ja abbauen. Ja, ich kann mich nicht erinnern, das ist, ja. Doch, das geht. Du hast doch keine Ahnung von nichts. Ja, scheinbar geht's ja nicht, ne? Ja, aber es buggt, glaube ich. Hey, wir können es auch so machen, Kieran, guck mal. Warte. Ich bin jetzt ein bisschen angefressen, weil Däum meint, er weiß was. Nee, es wird aber nicht aktiviert. Guck, hier geht's, Däum. Da buggt irgendwas. Oder. Nee. Ja. Warte. Also, mach's normal. Oder setz mal hier einfach. Vielleicht ist das Signal zu schnell? Stopp, oder wird der von irgendwo schon. Ah, von der Redstone-Lampe wahrscheinlich. Wird da schon hat sich jemand wieder keine Gedanken gemacht. Denke. Oder wo ist denn da das Power-Ding? Der ist oben Warte. Drauf auf der Redstone-Lampe. Ich mach das so hin, dass wirklich nur die Lampe angemacht wird. Warte mal, mach mal kurz die Lampe erstmal aus, bitte einfach nur. Hast du? Ja. Warte, jetzt kurz hier testen. Ja, es hat geklickt. Ja, warte, deswegen, daran liegt es. Ich mach mal den Hebel jetzt so mal. Jetzt achte mal drauf, warte. Ja, ich funktioniert. Jetzt, geht's immer noch? Ja. Gut. Ja. So, und Andi, ganz wichtig bei Redstone-Schaltung müssen ästhetisch sein. Ja, ja, klar. Jetzt können wir quasi hier. Ja, den Dingens verlegen. Da können wir hier einen Hebel dran machen. Genau. Ich hab's verstanden. Nee, weißt du was noch? Ja, wobei, nee, dann ist es besser wegen dem Leck, glaube ich. Ja. Und es ist ja egal, ob das Ding dauerhaft gepowert ist, dann in dem Endzustand oder nicht. Das ist ja total Rille. Ja. Genau. Wollen wir nicht. Warte, doch, wir könnten den Hebel auch hier seitlich machen, oder? Ist das nicht schöner? Wenn er an der Ecke hier von der Maschine ist? Ja, gut, wenn das geht. Ich dachte, weil hier der Redstone. Doch, das, wir können auch das Signal unten drunter abholen. Da. Nee, es geht auch so. Warte mal, geh mal. Nein, da wird das mitgepowert. Achso, da wird okay. Das mitgepowert von dem Comparator. Aber so geht es. Wenn man. Haben wir überhaupt einen adäquaten Eiernachschub, wenn die sofort getötet werden? Wieso? Das ist doch oben separat, Don. Oben, die Viecher überleben doch dauerhaft. Die brüten sich. Da müssen wir halt immer mehr Eier reinpacken. Und jetzt brauchen wir hier noch eigentlich im Prinzip eine Zufuhr also, für den Dispenser hier. Ja, das ist halt die Sache. Aber bisher sind das nur Eier. Die Brennmaschine ist da noch gar nicht dabei. Die ist links hier neben. Das ist die Brennmaschine. Aber ganz ehrlich, könnt ihr den nicht einfach... Oder wie oft willst du den nachfüllen? Sonst mach halt hier einen Hopper hin. Ja, machen wir dann Hopper hin. Ist einfach. Oder wir lassen es offen. Also, du kannst einen Hopper ransetzen. Machen wir einen Hopper ran, ist, glaube ich, hübsch. Hübscher. Hast du noch einen? Nee. Dann warte ich noch einen. Machen wir die Scheiße aus. Ja, warte kurz. Zack. So. So. So, hier. Na. Geht das aus? Und dann müssen wir hier noch einen Block hinsetzen, da oben hin. Das sieht hässlich aus. Hier rechts sehen wir einen Hopper. Ja, natürlich. Es muss doch alles zugemacht werden noch. Hier, nimm. Ich glaube, hinten Öfen ist was. Moment. Nein, ist nichts. Däum, kannst du mal kurz rübergehen? Wir hatten noch ganz viel in die Öfen gesteckt. Ganz viel Stone? Ja. Jo. So, da kannst du jetzt spawnen, massig. Da das Wasserding, das muss dann einen rübergesetzt werden, ne? So, und jetzt kann ich hier, das habe ich eigentlich auch schon fertig. Zack. Jetzt wird den Dispenser wieder umsetzen, sorry. Hast du Öfen? Hast du Stone? Nein, aber ich sagte gerade, Däum soll mitbringen. Achso. So, hier, den machen wir einfach mit einem Button, ne? Willst du mal einen Eimer mit Lava organisieren, Anni? Jo. Wir haben keine Kohle mehr, ne? Ja. Oder Däum, mach du bitte, ich will jetzt nicht unbedingt aus in der Stadt rauskommen. Hä, hey, machst du doch nicht im Nether, oder? Achso, da haben wir hier unten noch irgendwo Lava. Warte. Ja, da unten. Ja, hey. Nee, ich hab's gefunden. Ich sehe schon einen. Okay. Die Quelle ist eh hässlich und soll weg. Däum, kommst du mit dem Stone rüber, oder wo bist du? Ja, es gibt keinen Stone, weil nicht gebracht wurde. Achso. Oh, Mist. Mist. Das kommt halt davon, wenn wir mit hochwertigen Materialien bauen.
Ach so, ja, stimmt. Das ist Problem. Problem. Andi sollte jetzt vor die Ofenkammer oranges Glas. Ja, genau. Gut, dann mach ich das. Zack. Zack. So, ja, das gefällt mir schon hier, unser Konzept. Metro. Zack. Kann ich das eigentlich schon mal davor setzen, weil fehlt ja eigentlich nichts mehr. Fehlt nur noch die Füllung hier für den. Ja, fehlt nur noch dafür die Füllung, weil, wie gesagt, wenn ich ein Item reinwerfe, zack, wird das gedroppt. Drop the base. Ja, fehlt nur noch die Lava und das System funktioniert schon. Ja, da müssen wir nur noch die Rüberleitung. Also da oben sind Hühner, die leben für immer. Genau, und legen Eier. Genau. Wie viele sind da oben dann? Ja, das so können viele wir bestimmen, wie wir wollen. Halt. Umso mehr Eier wir jetzt noch besorgen und genau, so, ne? Halt, wo können wir Eier reinlegen? In den Hopper. Okay, und eigentlich bestimmt, ja. Also die Anzahl der Hühnchen, die wir oben haben, bestimmt quasi unseren Stundenumsatz an Hühnchenfleisch. In etwa. Ja, also umso mehr wir haben, umso schneller geht es. Ja, nee, nicht gut, umso schneller, sondern umso mehr halt. Schneller haben wir viel. Also. Ja, gut. Ich gehe mal schnell in die Stadt und besorge noch Eier. Wie? Ja gut, ich war bisher bei Dena und Revi, da brauchst du... Eier, wir brauchen Eier. Ja, was guckst du denn bei Dena, Alter? Bei welchem Lager warst du bei, Revis. Guck mal, ja, bei Rotpilz. Ja, deswegen ist halt die Frage, ob er nicht auch gleich bei Rotpilz war. Und guck einfach mal bei, ich guck erstmal bei Early Boy, da auch mal. Ja. Zander hab ich schon geguckt, der hat keine. Zander war ich auch schon. Okay, dann nicht. Ich schnitt so. Oder vielleicht ganz vorsichtig bei Debitor. Ja, aber eigentlich meine ich hatte Revi so viel. Aber Revi war ich doch schon. Ja, aber bist du sicher bei Revi gewesen? Oder warst du in so einem botanischen Haus? Nein, ich war in diesem komischen Raum, wo die Kisten an den Wänden sind. Ich gucke mal. Guck am besten mal bei Rotwitz, der könnte auch was haben. 16. Ach scheiße, ich hätte mich vorher auslernen müssen. So ein Mist. Hast du gerade Eier die ganze Zeit 16 gesagt? Ja. Ich habe jetzt nichts, was ich wegwerfen kann, scheiße. Also hier sind bei Early Boy wäre noch 1, 2. Oh, ich habe auch noch Eier. Nein. Warum man hierher kam. Also Early hat ja auch noch 2 Stacks. Warte, aber ich bringe die jetzt erstmal rüber. Wobei, was mir gerade auffällt, eigentlich hätten wir auch bei, Dengern? Nee, bei der Spawning-Dings hätten wir jetzt auch das machen können, dass das selbst ausgelöst wird. Vor allem mit dem Comparator. Ist das nicht eigentlich noch schlauer? Ja. Dann hat man einen Hebel. Nee, da kannst du auch Bedarf in meinen Spawn. Ja, aber ist doch Schwachsinn, Andi, wenn du Eier reintust, dann willst du auch, dass die gespawnt werden. Ja, wenn es den kriegst. Andi, ist doch so das Gleiche. Also, das macht eigentlich mehr Sinn. Warte. Und ja, ist glaube ich fast noch besser. Das sehen wir gleich wieder. Prozessoptimierung. Hier brauchen wir auch nochmal einen Aufzug, ey. Was? Was? Ja, hab ich nur nachgemacht. Also ich liebe unsere Maschinen, die wird richtig geil auf jeden Fall. So, es wird quasi die. Das wird einfach unsere jegliche Nahrungsprobleme auf dem Planeten. Lösen? Kühe kann man ja nicht per Dispenser oder so breeden, ne? Nochmal was? Nee. Kühe irgendwie breeden. Nee, stimmt. So, Comparator, ja, einfach so wie auf der anderen Seite auch. Stone? Wer hat Stone? Ich hab Stone. Kommen Sie. Ne, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Klängern. Was brauchst du denn? Stone? Er ist aber im Ofen, falls ihr was wollt. Ich hole. Warte mal. Da habe ich von unten gepowert. Wobei er ist ja. Warte, lass mal jetzt gucken, ob es wirklich geht. Wo ich Scheiße erzählt habe. Ich muss ja den hier anders powern. Signal abholen. Debitor LP. Jetzt kann ich ihn fragen, ob er Eier hat. Warte, stopp. Schreib nicht. Warte. Hast du zufällig Hühnereier? Achso, was? Ja, ich habe hier noch Eier gefunden bei Klängern. Ja, gönn dir.
Jetzt eine Sache noch, um die Maschine zu stoppen in Sachen des Viecher überhaupt spawnen. Könnte man einfach noch einen Hebel in die Mitte setzen, weil der dann dauerhaft diesen Dispenser in der, den Spawn-Dispenser sperrt. Okay. Also das ist ziemlich simpel, oder? Was war das? So, da. Wieso? Zur Hölle liegt der Stone. Wie geil! Was? Das leckt gerade mega bei mir. Klängern hat hier eine Hühnerfarm und die ist alles voller Eier. Ich muss einfach nur einmal durchlaufen, weil die alle die ganze Zeit Eier scheißen. Ja, perfekt. Geil. Ich habe jetzt mein ganzes Inventar, halbes Inventar voller Eier. Alter, wir werden einfach, das wird einfach die totale Massenproduktion. Und das ist einfach, das ist die Hühnerhaltung, wie man sie sich nicht wünscht. PFC ja. Halt. Aber wieso? Die Hühner sind eine freie Luft. Können frei rum. Freie Luft, Bewegungsfreiheit, alles gegeben, was man sich so wünscht als Hühnchen. Ne? Kennt man ja. Kian Alter, kennt auch Klang, die Luft. Klängern ist so cool, dass der das Wasser bestimmt nur für uns gemacht. Für unsere Maschinen anschließen. Weil er so dankbar ist, dass wir sein Haus noch nicht hochgejagt haben, weil es nicht so mega geil aussieht. Ich bin quasi hier im Eierparadies. Eier, wir brauchen Eier! Es werden ständig neue gemacht. Einfach nur durchlaufen, man kriegt ständig neue Eier dazu. Also ihr braucht jetzt nicht noch auf mehr Eiern schauen, ich habe jetzt genug. Jojo. Haben wir schon verstanden. Oh, Moment. Ich entdecke gerade einen Konstruktionsfehler, glaube ich. Wenn mehrere Eier auf einmal reinkommen, wir müssen beides doch mit einer Glock machen. Weil, wenn mehrere Eier auf einmal drin sind, dann ist ja das dauerhaft an und es ist gar nicht nur so eine einzelne Auslösung. Also wenn immer nur eins reinkommen würde, würde es funktionieren. Aber da es natürlich passieren kann, dass mal bei der Masse der Viecher auch zwei auf einmal scheißen. Das heißt, wir müssen beides über Hopper-Clocks machen? Ja. Okay. Das habe ich ehrlich gesagt nicht vorher bedacht, aber ist jetzt ja nicht so schlimm, ich nur das hier wieder hinbauen muss, wie es eben war. So war es nicht. Das heißt, das andere müssen wir auch mit. Ja, das habe ich nicht bedacht. Also, es wird nämlich passieren, auch bei dem anderen, glaube ich. Ja, das fühlt mich wahrscheinlich, vor allem wenn du Däums Eierflut gleich entgegen. Der Eiermann kommt. Kommt der Eiermann. Ja, eine Ballerei. Eiern, aber jetzt sollten wir erstmal die Folge beenden. Genau, also Götterchen-Abo. Da möchtest du noch was sagen? Gönnt euch ein Bio-Hühnerei. Und? Lasst es bleiben. Und? Schaut beim Videopreis vorbei, wobei ich gar nicht weiß, wann erscheint die Folge. Ah, nö, ist noch Zeit. Das ist jetzt der 15. Der 15. Genau, das geht noch bis zum 20. vermutlich. Schön weiter fleißig voten, so wie ihr es bisher getan habt. Bisher sind wir da sehr gut positioniert. Und dann bleibt dem Andi nur noch zu sagen. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.